Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Bücherwoche von mir. Eine Woche, in der die Fußball-Weltmeisterschaft begonnen hat. Beziehungsweise während ich jetzt natürlich das Video innerhalb der Woche drehe, sind natürlich auch schon ein paar Spiele passiert und ich bin ja ein großer Portugal-Fan und ja, ich bin ein Portugal-Fan, weil dort Cristiano Ronaldo spielt, denn ja, ich bin ein großer Cristiano Ronaldo-Fan. Ich finde, es ist mit der beste Fußballer, den wir aktuell, glaube ich, auf der ganzen Welt haben und ich weiß auch, dass sich darüber die Geister scheiden. Ich glaube, entweder mag man ihn oder man hasst ihn. Er polarisiert und er bringt definitiv Gefühle bei allen Menschen gefühlt heraus, jetzt ganz egal, ob sie positiv oder negativ sind. Und ich glaube, dass das auch schon eine spezielle Kunst ist. Aber ja, ich bin ein großer Fan schon, keine Ahnung, wie viele Jahre verfolge ich ihn bei seinen normalen Fußballvereinen, jetzt bei Real Madrid verfolge ich ihn bei Portugal. Vor 2 Jahren habe ich mich so mit ihm über die Europameisterschaft gefreut und ich würde ihm einfach auch noch eine Weltmeisterschaft gönnen, denn die fehlt ihm ja noch und dann kann er meinetwegen auch auf dem Höhepunkt seiner Karriere dann irgendwie mit dem Fußball aufhören und sich um seine Familie, um seine Kinder kümmern und des Lebens hoffentlich glücklich werden. Also ich bin für Portugal und die sind ja gegen Spanien im ersten Spiel in ihrer Gruppe angetreten und es gab leider nur ein Unentschieden, was die Sache nicht so leicht macht, aber immerhin besser als die Deutschen, die sich ja eine Niederlage geholt haben, weil sie gefühlt total unkoordiniert unterwegs waren. Aber es ist natürlich immer schwierig, so von außen irgendwas besser zu wissen, anders zu machen, überhaupt es besser zu machen, weil, wie ihr euch vorstellen könnt, bin ich kein Profifußballer und ist natürlich dann immer zu sagen, finde ich persönlich auch immer nicht so schön, auch von den Kommentatoren, da rege ich mich gefühlt auch immer mal drüber auf. Aber es war halt einfach so vom Spielfluss, den man von außen mitbekommt, war in dem deutschen Spiel gefühlt gar kein Fluss. Jeder stand gefühlt nur rum. Und ich hoffe, dass sie das ein bisschen besser machen. Ich würde ihnen schon wünschen, dass sie durch die Vorrunde zumindest kommen und da dann vielleicht so ein bisschen ins Turnier reinkommen. Aber ja, ansonsten mag ich auch immer die Atmosphäre bei den Island-Spielen. Das finde ich auch immer was sehr, sehr Besonderes. Und es sind ja auch viele so Außenseiter dabei, wie Panama und der Senegal. Ich glaube, das sind so Mannschaften, die gefühlt, also die man irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Aber vielleicht geht es auch nur mir so. Und wie ihr seht, ich bin ein bisschen im Fußball-Weltmeisterschafts-Feeling. Ich schaue mir durchaus das ein oder andere Spiel an und gucke dann auch, wie die anderen gespielt haben, die ich nicht gesehen habe oder gar keine Möglichkeit hatte, weil man natürlich auch mal irgendwann arbeitet oder einfach irgendwie wo eine schöne Zeit hat ohne Fußball. Aber es soll hier ja gar nicht um den Fußball gehen, sondern natürlich um Bücher. Aber es ist natürlich was, was einem jetzt ein bisschen Lesezeit klaut. Das ist natürlich gar keine Frage. Das trifft jetzt noch nicht diese Woche, aber ich würde fast mal vermuten, dass es in die nächsten 2-3 Wochen dann eben fällt. Wenn man natürlich immer mal abends ein Spiel guckt, dann sind da halt 2 Stunden gefühlt, auch die man sonst ja durchaus liest, eben auch weg. Aber diese Woche war eine sehr gute Woche, mit okay Büchern und eine gute Woche. Es ist jetzt keine absolute Katastrophe bei und das finde ich immer gut. Ja, bei mir hat die Woche gestartet mit dem Reread zu Harry Potter und der Feuerkelch von J.K. Rowling. Ich habe mir für 18 vorgenommen, jeden Monat einen Harry zu lesen und wir sind eben jetzt im 4. Monat und ich habe den Feuerkelch gelesen, gemeinsam in einer Leserunde. Ihr findet die Facebook-Gruppe dazu in der Infobox. Wer noch einsteigen möchte, wer jetzt vielleicht beim 5. mit dabei sein möchte oder sagt, hey, den 6., 7. kenne ich noch nicht, da lese ich mit. Guckt da mal vorbei. Die Einteilung für den 5. Teil wird, denke ich, in der kommenden Woche folgen, bevor dann ja im Grunde auch schon wieder Juli ist. Das ist echt unglaublich. Der ist dann ja auch ein bisschen dicker, aber dazu dann später ein bisschen mehr. Dann habe ich endlich gelesen Iskari, der Sturm naht von Kristen Cicciarelli. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Ein Buch, das ich, glaube ich, seit November tatsächlich auf dem Sub habe und es irgendwie total verdattelt habe, beziehungsweise ich dann schon dieses Jahr immer mal dazu greifen wollte und auch tatsächlich Lust hatte. Dann aber, glaube ich, meine 4-wöchige Krankheit so dazwischen auch mal kam und dann ist es wieder in Vergessenheit geraten. Aber diese Woche wurde es gelesen, wie auch ein bisschen Science Fiction, Split Second,
zurück in die Zeit von Douglas E. Richards. Ein Autor, der mir vorher gar nichts gesagt hat. Es gibt, glaube ich, noch ein Buch von ihm, das übersetzt ist. Und es sollte hier eben um Science Fiction, um eine Erfindung, um Zeitreise gehen. Und das klang ja auf jeden Fall schon mal absolut nach mir. Und dann habe ich direkt weitergelesen in der Anna Kronberg-Reihe Tiefer Fall von Annelie Wendeberg, weil mich der erste Teil ja wirklich sehr begeistert hat und ich sehr gespannt war, wie es in der Geschichte weitergeht. Ansonsten hatte ich ein bisschen eine Zeit ohne WLAN, dazu werde ich dann auch mal noch ein bisschen was erzählen und auch zu Berlin, wo wir ja in einer Woche sein werden. Aber wir starten jetzt erstmal mit Harry Potter und der Feuerkelch. Ich glaube, ich muss zu Harry Potter nach wie vor nicht mehr viel sagen. Wir haben hier eine grandiose Zauberwelt, eine magische Welt. Wir haben einfach wahnsinnig viele Dinge, die zu unserer Welt passen, die, ja, ich glaube auch Kindern sehr gut tut, dass sie dieses Lesen oder auch Jugendlichen, dass sie so dieses Gut und Böse und ach, das ist einfach ganz, ganz toll gemacht. Und mich hat auch der vierte Band, es ist nicht unbedingt einer meiner Lieblingsbände, es ist eher so ein Okay-Band, also keiner, der mich total euphorisch eigentlich zurücklässt. Aber ich muss tatsächlich sagen, jetzt beim Reread und ich müsste ja den vierten, ja, so 4-5 Mal gelesen haben. Ich überlege gerade, also auf jeden Fall wie der Film, also natürlich ursprünglich, wahrscheinlich dann mal in einem Reread. Dann denke ich auf jeden Fall, wie der Film in die Kinos kam. Und ich glaube theoretisch auch, wie der letzte Teil in die Kinos kam, habe ich auch nochmal alle vorher gelesen. Also es müsste so mein viertes oder fünftes Mal gewesen sein. Das ist irgendwie blöd. Man müsste sich eigentlich in so Bücher reinschreiben, wenn man die zum ersten Mal gelesen hat. Aber man wusste natürlich vorher nicht, dass, ja, dass ein Buch wird, was man öfter liest. Ich bin tatsächlich total euphorisch aus diesem vierten Band rausgegangen. Es hat mich unglaublich geflasht, begeistert, in den Bann gezogen. Ich war an mancher Stelle fix und fertig. Ich mochte, ja, Quidditch-Weltmeisterschaft. Ich mochte das Trimagische Turnier. Ich mochte diese Nebencharaktere, die sich so um unsere drei Hauptcharaktere ranken. Und dass die so ein bisschen intensiver wurden. Dass es anfangs unglaublich düster war und dann magisch wurde. Und man merkt schon, dass hier definitiv die Bücher jetzt in eine andere Richtung gehen. Dass das Böse, das Düstere auf dem Weg gebracht wurde. Und das spürt man ab dem vierten Band, finde ich. Und ich war hin und weg. Ich habe das wirklich gefühlt weggesuchtet und hätte ich nicht mehr so in Erinnerung. Ich hätte es nicht erwartet, dass es mir so geht. Und ich bin jetzt auch, möchte jetzt eigentlich auch noch den vierten jetzt demnächst als DVD mir angucken. Aber das wird jetzt wohl auch in der Fußball-WM irgendwie nichts in der Zeit. Mal gucken. Vielleicht gibt es abends ja auch mal ein uninteressantes Spiel durchaus, wo man dann einfach mal die DVD einwirft. Ich bin total begeistert. Ich hätte es nicht gedacht. Und er hat jetzt nicht Platz 3 vom Thron geschossen, was ja sonst immer mein absoluter Favorit ist. Es war jetzt aber tatsächlich nicht so, dass ich gedacht habe, jetzt hast du ihn halt gelesen und gut ist. Auch der fünfte, der Orden des Phönix, ist ja an sich auch so ein bisschen ein Teil, wo man so denkt, durch die Länge und das wird doch recht viel vorbereitet und man merkt, dass es so ein bisschen das Ausholen sozusagen vor dem Ende ist, was ich nicht schlecht finde, will ich gar nicht sagen. Ich bin sehr gespannt, wie es mir geht. Ich möchte den fünften Band ja hören. Ich muss nochmal gucken, wie ich das mit der Einteilung hinbekomme, ob ich trotzdem noch genügend so an Diskussionsthemen beisteuern kann oder ob ich parallel tatsächlich immer so ein bisschen das Buch mit aufmache und durchaus mal mitgucke, wo bin ich gerade im Buch. Da lasse ich mich überraschen. Ich habe aber Harry Potter noch nie gehört und man hört so viel Gutes von der Vertonung von Rufus Beck und ich glaube, dass ich dem Juli einfach die Chance gebe, im Grunde ja Harry Potter zu hören. Ich überlege schon, ob ich Harry Potter schon auf den Weg nach Berlin und zurück höre. Also ja, es wäre natürlich der 29. Juni, heimwärts dann der 1. Juli, aber mal gucken. Also wenn ich kein anderes Hörbuch finde, was mich irgendwie anzieht, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich während der Zugfahrt und auch dort vor Ort, wenn man sich mal fertig macht morgens oder abends so eine Viertelstunde runterkommen möchte. Aber der Feuerkelch, er war toll. Ich hätte es nicht gedacht, dass er mich so packen und fesseln kann und ich habe es sehr, sehr geliebt, darin wieder zu lesen. Dann, ja, das Buch, das ich schon seit November auf dem Sub habe, und zwar Iskari, der Sturm naht, von Kristen Ciccarelli.
Ich vermute einfach, man spricht sie so aus. Dieses Buch hatte ich damals in Nürnberg entdeckt, als ich mich mit der lieben Miri und Claudia getroffen hatte und habe es dann vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Deswegen würde ich Schande auf mein Haupt, dass ich es irgendwie total verdrängt habe und nicht mehr auf dem Plan hatte. Gerade wahrscheinlich, wie meine Leseliste von 17 auf 18 geschwenkt ist, habe ich irgendwie ja, den Überblick über die 2, 3 Neuzugänge aus 17 nicht mehr beibehalten. Und ja, aber ich habe den ersten Teil jetzt gelesen und ich weiß gar nicht, ob es eine Trilogie wird. Also ein zweiter Teil ist geplant. Da habe ich auch schon gesehen, dass der, glaube ich, jetzt im September erscheint. Er sieht dem ersten doch ein bisschen ähnlich. Und ja, mich hat es hier rangezogen, weil es hier um Drachen geht. Und das, glaube ich, war auch schon im Klappentext gestanden, genau. Und darum geht es natürlich auch in dem Buch. Denn in vergangenen Zeiten waren Menschen und Drachen ja so ein bisschen vereint, befreundet und haben sich so ein bisschen Stärke gegeben. Sie haben sich gegenseitig geholfen und ja, beide lebten irgendwie in Frieden. Das hat sich dann schlagartig geändert, denn die Welt veränderte sich und Drachen, ja, waren dann nicht mehr so sehr gerne gesehen in den alten Zeiten. Doch dann kommt jetzt sozusagen die junge Asha und sie erzählt gerne die alten Geschichten. Also die Geschichten, wo eben auch Drachen eine Rolle spielen. Und so lockt Asha den größten aller Drachen Kozu an. Und ja, erzählt ihm diese Geschichten und sie erzählen sich eben gegenseitig die alten Geschichten und sie genießen die gemeinsame Zeit, sie verbinden diese alten Geschichten eben so ein bisschen miteinander und fühlen sich eben beieinander auch sehr, sehr wohl. Doch eines Tages hört Asha auf mit dem Geschichten erzählen und sie möchte Kozu keine mehr erzählen und ja, er ist da ja gar nicht so begeistert, denn er möchte, dass Asha ihm gehört. Und ja, als er merkt, dass er hier auf Widerstand bei ihr stößt, ja, verbrennt ja Kozu in aller Wut das halbe Dorf, es sterben ganz viele Menschen und auch die Hälfte von Asha wird im Grunde verbrannt und entstellt. Und ja, es sterben eben auch viele, viele Menschen und Asha muss damit erstmal irgendwie so ein bisschen zurechtkommen. Doch ihr Vater, der Drachenkönig, ja, gibt ihr einen neuen Namen und der bezieht sich eben auch auf eine Bestimmung, denn Iskari bedeutet ja die Todbringerin und das wird ihre Aufgabe, diesen Drachen zu jagen oder ich glaube grundsätzlich Drachen zu jagen ist glaube ich richtiger und eben diese dann auch auszulöschen und dazu kommt natürlich auch noch so ein bisschen, dass sie im Grunde verheiratet werden soll mit Jarek, der damals so ein bisschen ihr Retter war, der sich aber zu einem sehr merkwürdigen, bösartigen Menschen verwandelt hat. Und ja, ihre größte Aufgabe wäre eben, ja, ihren früheren Drachenfreund Kozu zu töten, um ja, dieser Hochzeit eigentlich zu entgehen. Und ja, das klingt erstmal nach einer grandiosen Geschichte, ist es aber tatsächlich leider nicht. Also sie ist schon sehr weit weg von grandios. Aber wir fangen mit den positiven Dingen in der Geschichte an. Und ich glaube, das war schon das, was ich erzählt habe, was mir unglaublich gut gefallen hat. Diese Idee hinter dieser Welt, ja, unsere Asha, diese Drachenverbindung, diese alten Geschichten, diese alten Zeiten, über die berichtet wird, über die man gefühlt gar nicht so viel weiß, aber einem immer da was davon erzählt wird und das mochte ich unglaublich gerne. Es war innovativ, es war Fantasy, die wirklich unter die Haut gegangen ist. Es war ein spannender Schreibstil, ein bildhafter Schreibstil und man hat wirklich das Gefühl, dass die Welt vor einem förmlich greifbar ist, dass man sie vor Augen hat und einfach mitgerissen wird. Es gibt sehr, sehr viele Spannungsbögen, die wirklich ganz, ganz toll aufgebaut werden, auch ein bisschen langsam aufgebaut werden, leider manchmal einfach zu langsam. Es dauert dann einfach zu lange, bis man zum Höhepunkt sozusagen kommt, was ich sehr schade fand. Was mir gut gefallen hat, war der lockere und leichte Stil. Ich glaube, gerade für Anfänger im High-Fantasy-Bereich ist dieses Buch absolut geeignet. Es ist natürlich auch ein bisschen wie der Jugendbuch-High-Fantasy und man hat gefühlt keine Schwierigkeiten, in die Welt einzutauchen und deswegen ist das wirklich perfekt für Anfänger geeignet, die sozusagen sagen, sie möchten so mit High Fantasy ein bisschen beginnen. Ich fand die beiden Handlungsstränge, die es gab, leider zum Teil etwas verwirrend und mir haben tatsächlich die Geschichten der Drachen ein bisschen besser gefallen als der eigentliche Handlungsstrang, aber es war manchmal einfach so ein bisschen verwirrend und wo muss man jetzt gerade eine Geschichte einsortieren, das fand ich an mancher Stelle ein bisschen
Ja, sehr schwer. Es war natürlich auch gerade durch das, was Asha bzw. Iskari mitmacht, sehr auffühlend, sehr, sehr emotional. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, dass ich so Momente hatte, wo ich Gänsehaut hatte, wo ich gerührt war. Aber es ist eben nicht dazu gekommen, dass es mich emotional komplett packen konnte. Und dann kommt dazu, dass einem Asha bzw. Iskari manchmal total auf dem Keks geht. Die hat mich so oft genervt mit ihren... Ach, Gejammere und wie schlecht sie ist und was ihr alles widerfahren ist im Leben und dieses Gejammer. Ich habe es einfach nicht mit jammernden Protagonisten. Das finde ich total nervig und frage mich, warum das so sein muss. Und ich habe auch viele Dinge so an der Logik hier drin nicht verstanden, dass sie zum Beispiel auf Drachenjagd geht, dort wohl auch relativ erfolgreich ist, aber sonst gefühlt gegen Menschen halt gar nicht kämpfen kann oder auch... Ja, und man denkt sich so, hä, wie soll das jetzt zusammenpassen? Darüber wird dann auch gejammert. Und ja, ich habe auch einen Lieblingscharakter, das ist der Sklave Thorwin gewesen, den ich total in mein Herz geschlossen habe. Und alles in allem ist es eine schöne Jugend-High-Fantasy-Story, die mir tatsächlich fast ein bisschen zu oberflächlich war, die mich immer nur so ein bisschen... Ja, so emotional ein bisschen mitgerissen hat, mich nie so in die Tiefe gestürzt hat, die mich zwar aufgewühlt hat, aber es hat irgendwie nicht so richtig gereicht und es war mir eben manchmal auch ein bisschen zu banal und Asha war mir manchmal einfach zu jammerig und es tut mir leid, ich kann mit jammerigen Charakteren nichts zu tun haben, wir werden dann später nochmal darauf kommen und ich frage mich tatsächlich, warum zurzeit alle Charaktere so jammerig sind. Also sind wir Menschen tatsächlich so? Kann ja sein, dass man da eine eigene Wahrnehmung hat und das ist wirklich ein Spiegelbild davon, dass man eben so jammerig unterwegs ist, kann man sich da hineinversetzen, wenn jemand jammert. Ich kann es irgendwie nicht so richtig greifen, aber ja, es war gut, gar keine Frage. Ich fand es wirklich für ein Jugendhigh-Fantasy-Buch gut. Ich habe aber jetzt einfach in letzter Zeit auch genügend andere, die viel, viel besser waren, gelesen und ich glaube tatsächlich nicht, dass ich den zweiten Teil lesen werde, weil dazu hat es mich einfach nicht genug packen können. Aber ja, wir gucken einfach mal. Vielleicht sind ja die Rezensionen zum zweiten Teil so toll und so spannend, dass ich vielleicht doch noch dazu greife. Aber wer weiß. Das nächste Buch ist dann ein Science-Fiction-Roman, auf den ich mich sehr, sehr gefreut habe. Ich habe ihn, glaube ich, auch bei den Neuerscheinungen vorgestellt. Und zwar Split Second, Zurück in der Zeit von Douglas E. Richards, ein Autor, von dem es bisher, soweit ich es gesehen habe, noch ein übersetztes Buch gibt, mir gänzlich unbekannt war. Auch das Cover mich gefühlt überhaupt nicht anspricht und ich weiß gar nicht, wie ich dann auf den Klappentext gekommen bin. Aber es klang vom Klappentext spannend, denn es geht um eine Entwicklung, um eine Entdeckung, die natürlich irgendwie mit Zeitreisen zu tun hat. Und man geht natürlich mit einer gewissen Erwartungshaltung an dieses Buch und ich habe leider etwas ganz anderes bekommen. Aber natürlich von vorne. Wir begleiten Jenna, die im Grunde wieder auch mal auf ihren Verlobten trifft, sagen wir mal so, der sie mit zu sich ins Labor, glaube ich, nehmen möchte oder sogar mit nach Hause, denn er hat eine Wahnsinnsentdeckung gemacht und Nate ist ein brillanter Physiker und er hat eine wissenschaftliche Sensation im Grunde herausgefunden und in dem Moment, wo er sie Jenna und uns sozusagen vorstellen möchte, tauchen ungebetene Gäste bei ihm auf, die ihn mitnehmen und auch Jenna mitnehmen, denn sie wollen über diese Entdeckung sprechen und wollen, dass er das nicht mit jemand anderen tut. Doch bei dieser wilden Verfolgungsjagd werden sie eben angeschossen, werden von anderen noch belagert. Und man merkt eben, dass hier verschiedene Seiten dabei sind, diese bahnbrechende Entdeckung irgendwie sich anzueignen. Und so passiert es, dass Nate erschossen wird und Jenna gerade noch fliehen kann, zusammen mit einem USB-Stick, worauf sich wohl die bahnbrechende Erfindung befinden soll. Und sie bleibt unverletzt, kann flüchten, klaut sich ein Auto, rettet den USB-Stick und landet in der Detektei bei Aaron Blake. Und der hat natürlich so ein bisschen eine Vergangenheit, wie man das ja ganz oft bei Detektiven hat. Und es dauert auch einen Moment, bis er ihr so gefühlt das glaubt, was sie gerade so erzählt. Und beide machen sich dann aber auf den Weg zu einem früheren Studienkollegen oder Professorkollegen von Nate, der eben so ein bisschen das Rätsel lösen soll. Und hier sind wir eben bei ganz vielen Verfolgungsjagden,
die ich irgendwann nicht mehr spannend fand. Es war für mich leider nur sehr wenig Science Fiction und ich hatte tatsächlich viel, viel mehr Zeitreise erwartet und das gab es gefühlt gar nicht. Also die Entdeckung hat schon mehr oder weniger irgendwas mit Zeitreisen zu tun, aber mit so merkwürdigen Logikideen, wo ich mir denke, also für mich ist das gänzlich unbegreiflich. Und wenn ein Autor am Ende des Buches dann schreibt, dass es halt seine Logik ist, dann denke ich mir, ja, das ist ja ganz schön. Und so kann man sich auch gut rausreden, aber ein bisschen verstanden hätte ich es gerne auch schon. Es ist eher irgendwie ein Thriller, Krimi, Verfolgungsjagden, Action geladen, es wird viel geschossen, es wird viel gejagt und ja, er war unterhaltsam, gar keine Frage. Ich glaube, so die erste Hälfte fand ich wirklich sehr, sehr gut, doch dann kamen immer wieder diese Wiederholungen, immer wieder Verfolgungsjagden und wir kamen dem Geheimnis irgendwie nicht näher, was ich total nervig fand, weil ich habe darauf gewartet, dass die Zeitreise gefühlt ihren Lauf nimmt und das passierte aber nicht. Zudem fand ich, dass es doch recht viele Logiklöcher hatte, wo einfach Dinge passieren, wo man sich denkt, hä? Und wenn die dann auch noch passieren, dass die sehr platt und einfach waren. Und das war irgendwie so eine ganz fatale Mischung für mich. Denn so an sich war der Schreibstil sehr flüssig, sehr schnell. Er war leider dadurch aber nicht so richtig greifbar. Die Charaktere sind eher oberflächlich geblieben. Man war ist eher so an der Geschichte entlang gekratzt, als wirklich, dass man in die Tiefe gegangen wäre. Was ich einfach sehr, sehr schade fand. Und auch wie sich die Charaktere verhalten, dachte ich mir, so an Naivität nicht zu übertreffen. Und es waren mir auch manchmal die Lösungen viel zu einfach. Klar kommt man in Stresssituationen wahrscheinlich nicht auf die brillanteste Lösung, aber es hat eben manchmal auch der leichteste Weg gereicht zu gehen. Und ja, zudem eben auch noch die Verfolgungsjagden, die man so beim ersten, zweiten Mal noch gut fand, die auch interessant waren, aber man irgendwann denkt, ja, ich habe das jetzt auch schon irgendwie begriffen und jetzt könnte es auch mal weitergehen. Und irgendwann war ich dann eben auch davon gelangweilt. Und ich hatte mir, wie gesagt, eben auch viel mehr Zeitreise gewünscht und die kam halt so gefühlt gar nicht. Und man sollte sich davon keinen Zeitreiseroman oder irgendwas in diese Richtung erwarten. Und man sollte auch mit Logiklöchern, die sehr abstrus sind, gerade was die Wiederbelebung von Albert Einstein angeht, da habe ich so mit den Augen gerollt. Also es war irgendwie okay, aber gefühlt mehr halt eben auch nicht. Ich habe mir ein schönes Zitat rausgeschrieben, was aber glaube ich nicht vom Autor ist, sondern grundsätzlich ein Zitat, das ich schon kannte. Und zwar, gestern ist Vergangenheit, morgen ein Mysterium, das heute ist ein Geschenk. Darum nennen wir es Gegenwart. Denn im Englischen ist ja Gegenwart präsent. Also und das fand ich wirklich sehr, sehr schön gemacht. Verliert natürlich im Deutschen so ein bisschen, die Übersetzung macht so ein bisschen die Bedeutung kaputt. Aber ich finde das super, super schön und genauso ist es. Denn wir können weder gestern noch morgen beeinflussen, nur das heute, hier und jetzt. Und das hat mir natürlich wieder, wie sollte es anders sein, sehr, sehr gut gefallen. Aber das war halt tatsächlich auch was, wo ich so denke, ja, dafür brauche ich jetzt kein Buch lesen, dass mir dieses Zitat irgendwie gibt. Aber es war, wie gesagt, okay, ich habe es auch gerne gelesen. Es gab für mich auch keinen Moment des Abbruches. Aber irgendwann war man so ein bisschen, ja, es ist jetzt auch mal wieder gut. Aber ja, weiter ging es dann mit Tiefer Fall. Der zweite Teil von Anna Kronberg. Das ist ja eine Krimireihe von Annelie Wendeberg. Ich wurde ja hierauf aufmerksam gemacht, weil es ja zur Zeit von Sherlock Holmes spielt und auch Sherlock Holmes besonders im ersten Teil doch eine etwas größere Rolle hatte. Natürlich auch im zweiten Teil. Ich fand den ersten Teil ja sehr, sehr gelungen. Habe ich in der letzten Woche besprochen. Den zweiten Teil hatte ich ja schon während des Lesens von Band 1 bestellt. Auch Teil 3 ist schon hier angekommen und wird gelesen. Also wie ihr seht, ich mache im Juni die Anna Kronberg Krimis unsicher. Und ich war sehr angetan von Teil 1, wo wir eben Anna kennenlernen, die Ärztin ist, Mikrobiologin, ich glaube, so war es richtig, ich habe das schon wieder verdrängt, und die sich eben in der Regel als Mann verkleiden muss, denn zu der damaligen Zeit, um 1890, darf eine Frau eben nicht studieren und schon gar kein Arzt sein. Und sie trifft bei ihrem ersten Fall, wo es um Cholera-Bakterien geht, eben auf Sherlock Holmes und natürlich auch auf John Watson und auf Miss Hudson.
Und es gibt so ein bisschen eine leichte Flirty-Geschichte zwischen Anna und Sherlock, wo ich nach wie vor nicht weiß, ob ich das gut finde oder nicht. Aber ja, dementsprechend musste natürlich auch der zweite Teil her. Und im zweiten Teil taucht ein bekannter Bösewicht auf, unser heißgeliebter, zumindest mein heißgeliebter Moriarty. Der Bösewicht der Bösewichte, den ich grandios fand in der Serie von Sherlock Holmes und den ich wirklich abgöttisch liebe. Und das soll was heißen für den Bösewicht. Und der taucht in Tiefer Fall auf und die Geschichte geht gefühlt schon nahtlos weiter und es passieren eben so einige Dinge, die durchaus ein bisschen Bezug zu Band 1 nehmen, deswegen möchte ich die gar nicht erzählen. Aber es ist eben so, dass Anna sich hier im Grunde auch wieder um Bakterien kümmern muss, soll, um wie wir die gegen die Menschen im Grunde einsetzen können und das eben so ein bisschen vor dem Hintergrund, was Moriarty sonst noch so von ihr möchte. Leider ist Sherlock nicht ganz so präsent in diesem Band wie im Band 1. Das tat für mich der Geschichte so ein bisschen den Abbruch, weil ich bin ja nicht der klassische Krimi-Leser. Ja, Agatha Christie, das mag noch funktionieren, ab und an auch so ein bisschen anderes Krimi, aber ich bin keine Krimi-Leserin. Und ich habe hier gemerkt, okay, ja, die Krimi-Momente sind mir tatsächlich fast ein Hauch zu viel, wo ich dann so ein bisschen denke, ach, jetzt lass uns doch mal wieder zu Sherlock kommen oder zu diesen etwas spannenderen, thrillartigeren Dingen, die ja den ersten Teil so ausgemacht haben. Und der zweite Band war gut, aber ist für mich nicht an Band 1 rangekommen. Und ich habe tatsächlich auch Bedenken über den dritten, der ja gar keine guten Rezensionen hat, gefühlt. Und ich mir schon denke, oh, wie wird der wohl werden? Aber so bis jetzt finde ich ihn ganz gut. Ich bin gespannt, wie es weitergeht im dritten Teil, der dann eben auch nahtlos an den zweiten weitergeht. Und mehr möchte ich so gefühlt auch gar nicht erzählen. Ich finde auch bei so dünnen Büchlein ist das immer unglaublich schwer, was so zum Inhalt zu sagen, ohne dass man spoilert. Ich bin schon ein Fan dieser Reihe, weil ich einfach, hier hinten sieht man die Cover, aber die sind leider alle schwarz-weiß. Ich bin halt ein Fan von Anna. Ich finde sie unglaublich sympathisch, authentisch. Auch diese Zeit 1890, man kann sich die unglaublich gut vorstellen. Ich finde, das macht Annelie Wendeberg wirklich grandios. Man hat förmlich den Geruch von London in der Nase. Und zu der Zeit ist ja in etwa auch Jack the Ripper und das East End und Whitechapel und das kennt man. Und dann hat man eben auch einfach Sherlock vor Augen, Moriarty vor Augen und bekommt so ein Gefühl für diese Zeit. Und das macht es einfach so besonders. Und ich finde, das kann Annelie Wendeberg wirklich unglaublich gut. Und das macht mir beim Lesen auch Spaß, wenn man so diese Details entdeckt. Und Anna geht ja in eine Richtung wie Sherlock Holmes, die wirklich Dinge erkennt und sieht, die uns normalen Menschen sozusagen verborgen bleiben und die daraus so ihre Schlussfolgerungen zieht und das macht sie einfach großartig. Sie ist mir fast zu nah an Sherlock, den ich ja persönlich für einen einzigartigen Kopf halte und ich mir manchmal denke, ach, wenn es jetzt doch so einfach ist, dann ist Sherlock irgendwann nicht mehr einzigartig und da bin ich mir eben nicht schlüssig, ob ich das gut finde oder nicht, dass man hier eben so ein weibliches Gegenstück, Gleichstück hat und, oder Puzzlestück, meine Güte. Und ich finde es auch einfach schön, dass Sherlock hier in beiden Bänden so ein bisschen eine menschliche Seite bekommt, die er ja durchaus in der Serie zum Beispiel auch schon zu John Watson immer wieder zeigt und auch zu Mary Watson, hieß sie Mary, ja, Güte, muss ich direkt mal wieder angucken. Und das hat er hier auch. Und das finde ich tatsächlich sehr schön, dass er, wie er mit Anna spricht, umgeht, wie sie sich gegenseitig auf Details aufmerksam machen, wie das so funktioniert. Und das Ende, also das letzte Drittel, hat mich wirklich komplett eigentlich versöhnt mit dem etwas Krimi-lastigeren Band, weil da ist es wirklich so abgegangen, dass ich, wie gesagt, direkt jetzt mit dem dritten weitergemacht habe und sehr, sehr gespannt bin. Beim Irischen Löwen handelt es sich wohl um ein Prequel, also ist so ein bisschen die Vorgeschichte zu Anna Kronberg, also zum ersten Teil und da bin ich natürlich auch sehr neugierig, was mir das erzählt. Ich wollte es jetzt aber nicht als erstes lesen, weil man weiß natürlich nicht, wieso das Gespoiler irgendwie aufgemacht ist, aber ich denke mal, in der nächsten Bücherwoche seht ihr dann alles zum dritten Band. Mir hat der zweite Band auf jeden Fall schon sehr, sehr gut gefallen, wenn eben auch einfach mit Abstrichen zum ersten Band, der definitiv besser war. So, das waren die Bücher der Woche. Über die WM haben wir schon ein bisschen gesprochen. Ich möchte kurz über meine WLAN-Abhängigkeit sprechen, die mich sehr, sehr getroffen hat, denn ich war 5 Tage ohne WLAN
Und ich muss wirklich sagen, man glaubt gar nicht, wie abhängig man davon ist. Es geht schon los, dass ich morgens zum Frühstück oder zum Fertigmachen, ich bin ja kein großer Frühstücker, zum Fertigmachen YouTube-Videos angucke oder eine Netflix-Serie oder eine Netflix-Dokumentation oder durchaus mal irgendwie auf Sky Go mir auch etwas angucke. Dann das Handy hier neben mir steht, ich mich fertig mache und reinschaue. Das ging natürlich nicht. Ich musste zum altherkömmlichen Frühstücksfernsehen greifen. Und ich muss sagen, nach 2 Tagen Frühstücksfernsehen habe ich gedacht, kein Wunder, dass alle Leute morgen schon total genervt sind, weil sie dieses komische Fernsehen ertragen müssten. Nichts gegen das Frühstücksfernsehen, wer das gerne guckt, feel free. Für mich ist es gefühlt überhaupt nichts. Und so geht es die ganze Zeit eigentlich weiter. Man konnte keine Kommentare groß beantworten, man konnte zur Entspannung keine YouTube-Videos gucken, man konnte keine Serie schauen, man konnte bei Audible kein Hörbuch herunterladen. Ich war ganz froh, dass allerlei Dinge wie der Soundtrack zu The Greatest Showman schon auf dem Handy waren. Man denkt sich so, das kann gar nicht sein, wie schnell man einfach zum Handy greifen würde, irgendwas googeln würde, irgendwas gucken würde, irgendwas machen würde, Instagram, Facebook, und das ging alles nicht. Natürlich ging es über das Handy, weil man hat ja mobile Daten. Aber da denkt man sich natürlich, die will man ja auch nicht für sinnlosen Quatsch aufbrauchen. Und dann sind wir eigentlich schon beim Punkt, für wie viel Sinnlosigkeit wir eigentlich das Internet brauchen. Also ich muss ehrlich sagen, es war schon schwieriger als gedacht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es ging natürlich. Aber ich bin jetzt durchaus froh, dass ich jetzt einfach wieder bewusst morgens mein YouTube gucken kann oder was auf Netflix schauen kann und ich kein Frühstücksfernsehen schauen muss, keine merkwürdige Abendunterhaltung im Fernsehen ertragen muss, sondern einfach das gucken, machen, hören kann, was ich möchte. Und ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass es mir so schwer fällt, aber es waren wirklich horrorvolle 5 Tage. Ja, ich glaube, es ist sogar ein bisschen was über 5, 6 Tage. Und es ist wirklich nicht einfach. Zum Glück waren alle Videos sozusagen hochgeladen, die es für diese Woche dann auch gebraucht hat. Auch die Bücherwoche wäre ja sonst betroffen davon gewesen. Und da bietet sich jetzt auch wieder diese Rotation, die ich ja verändert habe, an. Denn so war das Video schon online und ich habe es nicht erst Freitag gedreht und Samstag hätte ich es nicht hochladen können, sondern dann war es eben schon das. Hätte natürlich zu jedem anderen Zeitpunkt wäre es vielleicht blöder gewesen, dass das Video noch nicht online gewesen wäre. Aber man hätte es zumindest schon gedreht und hätte vielleicht zu irgendeiner Freundin gehen können und das WLAN mal missbrauchen können. Aber man merkt einfach, wie man es tatsächlich braucht und für all die Dinge, die man so tut. Und ja, es ist schon, ja, es war auch gar nicht so einfach, diese Harry Potter Kommentare dann immer mit dem Handy zu schreiben, wo man dann denkt, ach, irgendwann verzweifelt man da dran, ne? Aber ja. Es wird, und das möchte ich noch kurz mit ankündigen, für den Juli kein Leseclub-Buch geben, was irgendwie gewählt wird, denn es wird in der Stephen King-Lesegruppe Die Augen des Drachen gelesen. Und da das auch ein relativ dickes Buch ist, zusammen natürlich auch mit Harry Potter 5, haben wir uns einfach dazu entschlossen, dass es kein Buch irgendwie für den Juli geben wird. Ich verlinke euch aber die Stephen King-Gruppe einfach mal in die Infobox. Schaut da einfach mal vorbei. Vielleicht ist ja für alle die, die gerne gemeinsam lesen, der nächste Stephen King irgendetwas. In Die Augen des Drachen ist ja ganz untypisch ein High-Fantasy-Roman von Stephen King. Und wir starten, glaube ich, am 21. Juli. Also wenn, glaube ich, die WM auch rum war. Ich glaube, so war irgendwie der Tenor, dass man das ein bisschen später im Juli macht. Und dass ich das genau überschneiden würde mit dem Leseclub, fände ich das persönlich so ein bisschen blöd. Und deswegen guckt einfach mal da rein und dann lesen wir da einfach ein bisschen gemeinsam. Aktuell lesen wir ja theoretisch, wenn das Video jetzt online kommt, schon Die Zelle und von Jonas Winner. Winner. Und ja, bin ich auch sehr gespannt drauf. Und dann so als letzten Punkt auf meiner Notizliste habe ich stehen, dass wir ja nächsten Samstag schon in Berlin sind. Ja, es wird dazu, denke ich, noch ein kleines Video geben. Mal gucken, wie ich zum Drehen komme. Es wird ab 13 Uhr ein Booktuber-Treffen in Berlin geben. Die Veranstaltung packe ich euch auch einmal in die Infobox, dass ihr seht, wo wir uns treffen. Es wird die Filiale in Wilmersdorf sein, die wohl inmitten einer kleineren Innenstadt ist, wie auch immer ich mir das vorstellen kann. Und dann werden wir Berlin unsicher machen, die Kingsianer und noch viele andere Booktuber, Blogger und natürlich Zuschauer und Leser. Und ich weiß gar nicht, wie es dann so geplant ist, wie lange halt man so ein bisschen durch die Stadt läuft. Und abends ab 19 Uhr,
ja, gibt es dann, oder ab 19.30 Uhr, guckt mal in die Veranstaltungen, gibt es dann, ja, so ein bisschen ein Come Together in der Steglitzer Hugendubel-Filiale. Und dort wird es einen Pennywise geben. Ja, Pennywise wurde eingeladen, Stephen King wollte nicht, also haben wir uns Pennywise geholt. Und der steht natürlich zum Gruseln und Fotomachen bereit. Und auf da bin ich mega, mega gespannt. Und ab ca. 20.10 Uhr wird es dann ein King Ted geben, wo wir Kingsiana mit dem ein oder anderen Gast ja, dann natürlich auch über unseren Meister Stephen King sprechen werden. Inwiefern wir das irgendwie aufzeichnen und dann auf einem Videokanal von uns als Video dann auch online stellen, das müssen wir mal gucken, wie das technisch so ein bisschen hinbekommt. Aber es wird auf jeden Fall einen Vlog geben, ein Video natürlich im Nachgang und dass ihr natürlich auch ein bisschen dabei sein könnt. Wenn ihr nicht mit live in Berlin sein könnt, seid natürlich auf unseren Instagram-Accounts unterwegs. Es wird über den Tag verteilt natürlich Stories geben. Es wird ja schon Freitag so ein bisschen losgehen, ja, wo wir ja durchaus schon auf die ein oder anderen Booktuber treffen werden, wir aber noch relativ privat unterwegs sein werden. Und der Samstag dann ganz im Zeichen von wir machen Berlin unsicher und ich würde mich mega, mega freuen, viele von euch in Berlin zu treffen, euch zu sehen, dann natürlich auch abends, wenn ihr Lust habt und Zeit habt, beim King Ted dabei zu sein. Es sind, glaube ich, 1,5 Stunden geplant, also ich denke mal, dass wir auf 9:30, kurz nach 9:30 dann damit auch fertig sind, wenn ihr so ein bisschen eine Zeitplanung braucht. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, beziehungsweise wir freuen uns, euch dann dort auch in Berlin zu sehen. Wer schon weiß, dass er da ist, kann das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, da würden wir uns auf jeden Fall freuen. Guckt auch in die Veranstaltungen und sagt da einfach mal zu, oder ich glaube, da kann man auch anklicken, dass man interessiert ist, dass man auch so ein bisschen Gefühl bekommt, wie viele Leute werden wir sein. Das fände ich auch mega, mega spannend und ich freue mich nächste Woche auf Berlin. Ich bin ja ein großer Berlin-Fan und ja, bin mega gespannt auf unsere Hauptstadt. Und werde wohl, wenn es blöd kommt und Portugal weiterkommt, wahrscheinlich ein Portugal-Spiel verpassen. Wobei, ich muss mal gucken, wo man so ein bisschen Public Viewing in Berlin machen kann, um meinen Ronaldo dann anzufeuern, insofern er natürlich ins Achtelfinale kommt. Wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. So ticken Fans. Und bevor es jetzt immer dunkler wird, möchte ich mich natürlich bei euch fürs Zusehen bedanken. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meiner Bücherwoche, mit den vorgestellten Büchern. Ich würde mich freuen, euch nächste Woche in Berlin zu sehen. Schreibt das gerne in die Kommentare, auch was ihr vielleicht aktuell lest, was schon länger auf eurem Sub vielleicht liegt, ob ihr es manchmal, ja, ob ihr auch manchmal einfach Subleichen sozusagen habt, die ihr irgendwie total vergessen habt. Schreibt mir das gerne mal, würde mich sehr, sehr interessieren und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.